Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Sky Block 3. Ja, ich habe mich jetzt mal hingesetzt, weil es ging mir ein bisschen auf den Keks. Wie ihr seht, hier stehen gerade die Candleberries. Ich habe jetzt mal die Seeds einfach mal durchgebatzt, weil das war einfach nervig, dass wir hier nicht weitergekommen sind. Ne? Weil das sind jetzt hier 6 Stück. Was ich so in den Kommentaren gelesen habe, ist, mach schneid, lass weg, mach, habe ich mir gedacht, ich mach weg. Also, ich hab's jetzt einfach. Es ist jetzt auch nichts hochgezüchtet, auf groß, bis auf die da, die sind 10, 10, 10, alle anderen sind einfach nur, einfach hin durchgeballert worden. Und das waren jetzt auch 2 Stunden oder so. Ja, weil dann. Macht keinen Sinn. Und wir wollen weiterkommen. Weil ich hänge jetzt an dieser Quest mit dem Master Chief jetzt, glaube ich, seit einen Monat oder so hinten dran. So, habe auch schon mal hier Candleberries drin. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir die auch gleich mal ab. Jetzt brauchen wir noch den Dance. Was ist das? Dance Stone? Dance Stone Storage? Und dafür brauche ich den Stone Storage Upgrade und den Stone Storage. Und Stone Storage macht man über Steine. Schauen wir mal, wie weit das wir da sind. Weil das schaffen wir jetzt und dann ist das Ding nämlich auch gegessen. So. Weil ich möchte es dann mit Immersive weitermachen. Weil wir möchten jetzt dann da hinten endlich mal so weit sein, dass wir auch das Zeug hier rauspumpen können. Das habe ich mir nämlich auch angeguckt. Also ich brauche hier für Strom. Darum sieht man hier auch schon ein paar lustige Löcher. Das heißt, hier wird es dann alles sauber verlegt. Das machen wir dann auch noch gleich. So, ich wollte jetzt mir Stein holen. Beziehungsweise 1, 2, 3, 4, 5. Erstmal hier 5 Stacks. So. Ich weiß jetzt gar nicht, doch Glas. Glas hätte ich gesagt, kommt mit hierher. Danke. Jetzt müssten wir eigentlich alles dann da haben. So, dann braucht man schnell noch 5 Stacks an Kohle. So. 1, 2, 3, 4. 5. Charcoal müsste ja hinten weiter laufen. So. 1, 2, 3, 4, 5. So, sehr schön. Also, das heißt jetzt, wir machen das jetzt mal das da. Da haben wir jetzt 8 Stück. Wie viel brauche ich jetzt davon? Das ist Dense Stone Storage. Das ist jetzt nur Storage. Und dafür brauche ich noch Stone und Glas. Ha! Jetzt hätte ich es gerochen. Und davon brauche ich jetzt auch 64, ne? Ich gehe mal schnell noch mal ein paar Steine holen. Sonst werde ich mir gleich nochmal Öfen bauen und dann nochmal das dann nochmal gleich laufen lassen. So, war das jetzt so? Jawohl. So, davon haben
haben wir jetzt 32. Und ich brauche, was habe ich gesagt? 64, ne? Okay, dann hätte ich gesagt, dann holen wir uns mal 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir schon mal das. Wie viel habe ich denn überhaupt noch drin? Ah, das reicht auf jeden Fall. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, hätte ich gesagt, lassen wir auch mal hier nochmal. Davon zwei, nein, davon drei. Und davon zwei. Und hier läuft einer nicht. Sehr schön. Kommst du jetzt dahin? Haha, 3, 1, 2, 3, brauch nochmal 16. Viel hilft viel. Höll? Ah, da waren noch welche drin. Egal. So, das heißt, ich brauche jetzt definitiv... Nochmal zweimal Kohle. Dankeschön. Komm, ich bleibe jedes Mal an dieser blöden Tür hängen. Sehr schön. Dann heißt es jetzt, jetzt läuft alles. Das heißt, wir könnten eventuell am Ende der Folge dann auch so weit sein, dass das dann auch durch ist. So, dann hätte ich gesagt, wir machen jetzt mal als nächstes. Ich habe jetzt mal angefangen, mir hier das ganze Zeug auch reinzusortieren. Wir brauchen jetzt als nächstes diese zwei. Genauso wie das Kabel dazu. Muss ich eigentlich gerade... Nee, habe ich jetzt anders gedacht. Schlüssel. Mach mal auf, bitte. Gib mir den raus. Schlüssel wieder zu. So, das heißt, das Kabel kommt jetzt dahin. Dann haben wir nämlich jetzt auch das da alles dazu. So, und dann heißt es jetzt, wir gehen jetzt zu dem, zum Strom und verteilen den Strom nach unten. Ich habe hier schon wieder so komische Viecher. So, wir haben jetzt hier den LV-Wire-Connector. So, und dann heißt es jetzt, du gehst jetzt hier hin. Und dann verbinde ich dich mit dir und dich. Ich hoffe, dass, das, dass er sich das jetzt länger merkt. Also 3 Sekunden. Sonst muss ich halt wieder auf. Dann kommst du nämlich dahin. Jawohl. Ist der auch connected? Und dann hätte ich gesagt, kommst du dahin? Kommst du da? Bis hierhin. Jawohl. Auch das Kabel lang gezogen. Greift auch nicht. Sehr schön.
haben wir jetzt das. Dann brauche ich jetzt von Immersive. Wir brauchen jetzt diese Pumpe. Und die Pumpe ist das da. Ich habe sie sofort gesehen. Ich bin begeistert. Ich brauche einen Iron Mechanical Pipe und ich brauche 3 Eisenplatten. Das ist das wenigste Problem, wenn ich einen Hammer finde. So, die 3 Pipes habe ich ja auch. So, und was brauche ich jetzt für 2 Eisenplatten und ein Kupferingot? Gehen wir mal einen Kupfer holen. Nein, ich bringe nicht nur eins mit. So, rein. Wie gesagt, solange ich jetzt die ganze Zeit diesen Hammer verschwende, mache ich es jetzt nicht. Okay, also dann kommst du jetzt du dahin, dann die 3 dahin und die 3 da unten. Und ich habe eine Fluid Pump. Herzlichen Glückwunsch. So, und diese Fluid Pump kommt jetzt sozusagen. Muss ich erst nochmal hier gucken. Genau, das heißt, wir kommen jetzt dann hier raus. Das heißt, die Pumpe kommt hier hin. Dann hätte ich mal gesagt, dann hüpfe ich mal schnell eine nach oben. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich muss mal schnell gucken. Ah, okay. Das heißt, wir brauchen jetzt den LV-Wire-Connector. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob das so funktioniert, was ich vorhab. Und zwar, ich möchte dich daher haben. Heißt, du gehst jetzt von da nach da und du gehst von da nach da. So. So, und dann müssen wir jetzt nach oben nochmal hüpfen. Und jetzt hoffe ich mal, dass das halt Hammer. Jawohl. Das ist, glaube ich, raus. Kann ich dich wegmachen? Warte mal, mache ich dich mal. Ich muss es so machen. Ja. Und der geplumpst. So. Jetzt geht's nicht raus. Basing Side Output. Ja. Mann. Ich weiß, dass ich das sogar so zubauen müsste. Ja, toll. Toll gemacht. Also bis jetzt ist da noch nichts angekommen. Basing Side Output. Input, Output, genau. Ja. Wenn ich jetzt dich. Ich habe da die Befürchtung gerade, dass wenn ich, dass ich jetzt dann die. Dass jetzt dann
da versucht, das rauszuziehen und dann gleich wieder reinschmeißt. Oder brauche ich da einen Wirecutter? Oder ist das einfach nur mal wieder ein Upgrade-Fehler? Oder Update-Fehler? Ja, fallen wir wieder runter. Da wird's ja nicht gehen, ne? Nö. Bin auch ein bisschen besoffen, oder? Machen wir es doch ganz einfach. So, du kommst jetzt hier an den Rand ran. So, du kommst wieder hier hin. Haben wir den Strom hier. Und vor allem, da kann ich jetzt auch gleich mal die Decke wieder zumachen. Ohne, dass ich gleich Panik schieben muss. Jawohl. Das Ding hat Strom. Doch nochmal schnell Deckel wegmachen. So. Und das ist bitte Facing Side Output. Au, 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 au. Ich habe gerade gedacht, mich haut ein Zombie, aber nö. Also ich bin gerade komplett verwirrt, Leute. Also es steht dort Output. Oder muss ich da... Nee. Also das ist das, was ich jetzt alles wirklich gelesen habe, die ganze Zeit. Hier oben ist der Input. Und unten irgendwo ist ein Output. Das mache ich falsch. Das Ding hat auf jeden Fall Strom. Au. Ich hab doch gewusst, du bist irgendwo. Du kleines. Ferkelchen. Wo du herkommst, ne? Will nicht, mag nicht. Ich auch nicht. So, wir räumen das Zeug weg. Dann hoffen wir mal, dass es jetzt funktioniert. Und pfeift dann wieder ins Orchester. Nö. So. Jetzt tausche ich jetzt mal den Stein aus. Da muss ich da irgendwas aufmachen. Nö. Keine Ahnung. Okay, wir lassen das erstmal. Vielleicht finde ich es raus. Oder ihr. Und schreibt es mir in die Kommentare. Auf jeden Fall gewusst habe ich schon, dass ich eine Pumpe brauche und dass ich das da so hinstelle, aber dass das nicht rauszieht. Naja, ist ja egal. So halb egal. So halb egal. Wir räumen den Käse jetzt mal weg. Kommen wir jetzt von da ja ran. Kann ich das Zeug da wegmachen. Aber wir haben jetzt schon mal hier unten Strom. So, dann macht es jetzt als... Wir schauen mal schnell, wie weit das mal mit dem anderen Zeug sind. Ah, die Öfen sind durch. So. Dann geht das dahin.
64 Stück davon. Oh. 56 haben wir. Dense Stone Storage von Multi Storage 64 Stück. Detect. Jawohl, wir haben ihn. Wir scrollen. Und wir claimen. Hurra, hurra. Der Koch ist da. Better Storage. Ah, und den haben wir auch gleich sozusagen. Ah, okay, die kann man von der Front aufmachen. Das ist auch nicht schlecht. Multi-Storage. Müssen wir uns schnell mal anschauen. Multi-Storage. Interessant, interessant. Die schauen wir uns auf jeden Fall auch mal an. Demnächst. Stone Jukebox und Stone Tree. Stone Quay. Achso. Das. Ah, okay, das ist mit Redstone. Obsidian Chest. Da filmen wir auch noch die, aber da brauche ich noch ein paar Blaze Rods. Da muss ich erst mal an das Zeug alles soweit fertig haben. So, das heißt jetzt Master Chief. Master Chief ist jetzt offen, jawohl. Das heißt, wir können jetzt hier auch unsere Küche dann endlich einmal aufbauen. Bin gerade beim Überlegen, wo ich die hinbaue. Die könnte ich mir eigentlich... Na, ich habe jetzt ja hier... Ich habe jetzt ja hier mein Immersive-Bereich. Dann mal hätte ich gesagt, dann werden wir da drüben... dann den Küchenbereich hinmachen. Habe ich dann hier nochmal einen Drawer... wo dann die ganzen Küchensachen hinkommen. Und dann wird es alles, was oben ist, mit Jabba irgendwann runter transportiert, also von den Jabba-Fässern aus runter transportiert in den Ender-Chest. Aber wie gesagt, dafür brauche ich erstmal vernünftige Item-Pipes, bevor ich das erst richtig umsiedel. So, aber wir wollen ja bei der Questbook nachschauen. So, denn das Chickens braucht auch noch Bees. Und dafür brauchen wir noch Camouflage Paneling. So, und ich will jetzt auf jeden Fall mal das testen, ob dieses Rezept hier funktioniert. So, das heißt, wir brauchen jetzt mal schnell Add Forestry. Vielleicht funktioniert der Mod. Wir sind mal gespannt. Das heißt, ich brauche Rot, Gelb, zwei Holz und Sawdust. Das Sawdust ist hier. Den Sawdust kriege ich im Carpenter mit ein bisschen Wasser und Holz. Das hätte ich gesagt. Das ist eine Sache, die können wir sofort machen. Muss ich nur hoffen, dass ich Holz noch da habe. Nein. Okay, und dann rauschen wir mal schnell nach vorne und holen mal welches. Richtig mit. Ist, glaube ich, hoffentlich egal, oder? Ja. Ja, ich kenne mich. Ich renne hier hinter, sag, ja, passt. Nee, passt nicht. So, das heißt jetzt, wir machen jetzt auf jeden Fall schon mal so viel, dass der Carpenter dann gleich leer ist.
Ich hoffe, dass der, dass die Energie reicht. Nein, reicht natürlich nicht. Dann hätte ich gesagt, ja, hüpfen da rum. Das Zeug spawnt ja wie noch mal was. Also das ist ja fast schon. Man könnte fast schon dazu sagen, das ist mehr schlimmer als Unkraut oder Hobbyhäschen oder so. So, ein Carpenter. Ich bräuchte noch mal einen Carpenter, bitte. Das heißt, ich brauche Bronze 8 Stück. Habe ich die hier? Jawohl, habe ich. Carpenter, Carpenter, Carpenter. Carpenter ist nochmal Bronze 6 Stück. Sich gut an. So, dann haben wir hier noch mal halt nein. Erst das da, dann das da, dann das da. Jetzt haben wir zwei Carpenter. Okay, dann brauche ich noch als nächstes hier jetzt 1, 2, 3, 4. Dann auch 1, 2, 3, 4. Dann haben wir schon mal jetzt wieder Strom da drin. Dann hätte ich gesagt, mache ich den einen noch? Problem ist gerade, ich habe gerade festgestellt, ich habe noch kein Wasser. Wo klatsche ich denn mal schnell eine unendliche Wasserquelle hin? Aber wirklich. Provisorisch, wie ich das sauber alles hier verbaut habe und ich herausgefunden habe, wie diese Pumpe funktioniert. Habe jetzt nur kein Wasser irgendwo, ne? Doch, ganz hinten, ja. Halt, nein. Greg, denk nach, oben. Du erzählst gerade von. Das spawnt die ganze Zeit so komisches Zeug, ne? Wo spawnt das Zeug? Richtig, im Wasser. Dann hätte ich gesagt, habe ich jetzt mein Carpenter. Er läuft, das ist schon mal sehr gut. So, und jetzt, was ist geschrieben worden? Biomass. So, dann müssen wir jetzt mal schauen, wie wir Biomass herstellen. Weil das Lustige ist ja, Life in the Forest. Imbrek, irgendwas, eine Pipette. Da kann ich ein bisschen Post verschicken. Ein Thermionic Fabricator. Dafür brauche ich ein Casing. 4 Gold. Weiß nicht, ob ich so viel Bronze noch habe. Nein. Halt.
Dann machen wir es doch so. Hoffe, dass da jetzt nichts drin ist, was sich mischen kann. Sonst wird es gleich lustig. So, was haben wir denn drin? Molten Bronze haben wir drin. Ja. Ist gerade irgendwas, was ich glaube ich gerade brauche, oder? Aber kann der schon mal laufen? Ja, ich merke das halt jetzt gerade, ne? Diese Automation muss ich jetzt unbedingt hinkriegen. Da ist ja schon mal was, was mich interessieren wird, weil wenn da die Pipes mit drin sind, ne, da wäre ich schon mal richtig weit under pressure. Aluminium, Brass Ingot und Bitumen. Dafür brauche ich aber auch das Zeug da hinten. So. Ja, und er baut gerade Bronze auf. Komm, so lange dauert es nicht mehr. Nehme ich den Block auch noch mit. Kann ich nochmal einen laufen lassen. Perfekt. Wie schaut es eigentlich hier aus? Kohle ist ein bisschen was drin. Da ist auch noch was drin. Aber der bringt halt sehr wenig Holz zusammen. Ja. Da will ich auch endlich zu den Hühnern. Aber dafür brauche ich ja schon mal die Bienen. Na, da. Auch wenn ich auf die Turbo drücken langsam. So. Dann hätte ich mal gesagt, haben wir die Bronze. Da kann ich die Bronze auch gleich wieder aufräumen. Ich brauche sowieso nochmal 4 Gold. Das wäre es jetzt gewesen, kein Gold mehr. Ich war einen gegangen, glaube ich. So, das warst du. Dann war das hier das. Glaubkisten. Keine Ahnung, wo schon wieder meine Kisten hingekommen sind. Also egal, ich habe das dabei. Ach, da sind sie. Sehr schön. Hätte ich bestimmt irgendwann geguckt. Nie. So, dann haben wir einen Thermionic Fabricator. Das heißt, da können wir dann auch schöne Sachen machen. Wir waren bei... Da waren wir nicht. Live in the Forest, da waren wir. Dann One Block Farms. Okay, die sind für mich jetzt auch neu. Impregniertes Material. Da habe ich eine Vermutung, wie ich dran komme. Ich muss nur das Casing finden. Impregnet. Dafür brauche ich nämlich... Ach, dafür brauche ich Seed Oil. Okay. Für Seed Oil. Ha. Erstens. Schnell schlafen. Und zweitens, jetzt wisst ihr, warum dass ich die Sitz aufgehoben habe. Und wie gesagt, Industrial Hemp wird dann irgendwann das, was dann in den Lodge läuft. Nehmen wir mal Potato Seeds mit. Davon habe ich nämlich ein paar. Ich
Edelste Hemp. Das Zeug habe ich noch nicht. Doch, da hinten ist es angepflanzt, klar. Dann nehmen wir auch mal mein Stack mit. Da ein. La 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 la. Jetzt haben wir auf jeden Fall dann gleich mal Seed Oil. Und ich vermute, ich brauche da nur noch sozusagen einen Fermenter oder sowas, um das zu machen. Wäre natürlich super, wenn wir es noch schaffen würden. Carpenter, Carpenter, Zentrifuge. Ach, die gehen gar nicht? Kann keine Potato Seeds da reinhauen? Klasse. Kann ich nur zum Kartoffeln anpflanzen und zum Ding nehmen. Stehe gerade an der richtigen Stelle. Wiedersehen. So, wir haben jetzt schon 190. Haben schon erst auch 1000 und 640 kommen dann nur raus. Brauche auf jeden Fall noch mal diese schönen Sitz. Ja. Ach Gott, dann habe ich die schon angepflanzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Dann kann der schon mal laufen. Ich vermute mal, dass ich alt. Moment einmal. Ja. Aber den da kann ich schon mal abgeben. Geh schon mal weiter. Wir rennen, wir rauschen, wir fliegen. Und zack, rein. Da kann er fleißig weiterarbeiten. Wir sind jetzt bei 530. Okay. Das brauche ich ja dann auch für das Imprägnierte. Die Zentrifuge, Fermenting. Dafür brauche ich einen Fermenter. Der Fermenter ist Bronze Gear. Weiß jetzt gar nicht, ob ich die Gears da hinten ausgießen kann. Das heißt, ich brauche jetzt 8, 24. Habe ich so viele? Ein. Gott sei Dank muss ich nur nach unten. Habe ich den hin? Kommst du jetzt da rein? Aber den hätte ich noch gar nicht. So, was brauche ich denn fürs für den für das Gear. Ah, okay. Nur 1, 2, 3, 4.
Wie viel laufen noch? Ah, 6 Blocks noch drin, das ist super. Da kommst jetzt du hier hin. Kommst du dahin und ich will jetzt sagen, dass das jetzt Glas war. Und wir haben den Fermenter. Das ist schon mal sehr schön. Ein Bottler. Bud Still. Genau, und ein Bud Still, das ist, glaube ich, das Ding, das, was wir auf jeden Fall brauchen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall 8 Bronze. Dann machen wir den noch gleich. Habe ich noch 4 Redstone da? Hab ich. Ups. So, dann haben wir noch die Still. So. Bottler. Feeling most. So, was brauche ich jetzt? Ich brauche Biomasse. Dann zeig mir mal an, Biomasse. Biomass. Ja, da sind Flüssigkeiten. Biomasse. Biomasse wird hergestellt im Fermenter. Über Honig, Fruchtjuice. Okay. Muss ich über Fruchtjuice machen? Das machen wir im Squeezer. Okay, das heißt, ich brauche noch einen. So, und den muss ich jetzt dann wieder hinten machen. Ich hoffe, dass ich jetzt so viel dabei habe, dass es auch reicht. Und dass ich gleich wieder vorrennen darf. Sehr schön, danke fürs Gespräch, Herr Zombie. So, Mütze weg. Sehr schön. Und es steht gerade dort keine Rückmeldung. Hervorragend. Ah, Gott sei Dank. Mal wieder das gesamte Inventar von dem Ding da voll geklatscht. Nimm das mal mit. Perfekt. Halt. Nee. Was? Oder? Das Casing war noch nicht gebaut, ne? Nee. So. Davon 6. Nee, davon 4. Oder? Nee, 6 hat schon gepasst. Okay. Das haben wir auch. Davon habe ich jetzt keinen mehr. Haha. Massive. Ich brauche davon nochmal wieder. Ich vermute, ich brauche Terracotta. Da habe ich nichts mehr da. Ja. Dann hätten wir gesagt, halt. Auf 4 Stück. Let it burn. So, dann kann ich schon mal eine Kiste nehmen. Schmeiße ich jetzt schon mal hier rein. Den Squeezer nehme ich mit. Fermenter, Still und Thermionic damit reinhauen.
So, und ich brauche noch 3 Kupfer. Die kann ich noch schnell holen. Das sind Sachen, die können hier rein. Sehr schön. Okay. Dann hätte ich gesagt, Squeezer. Aber ich kann erst einmal die Zentrifuge. Hauen wir die Zentrifuge nochmal sicherheitshalber weg. Machen wir einen Squeezer. So, was ich jetzt natürlich vergessen habe, war Frucht mitzunehmen. Und vor allem welchen, den auch Fruit Juice herstellt. So, laufen wir gleich mal ins Bett. Müsste ich noch schaffen, ein Hühnchen oben drauf zu stellen. Ein Esel gibt's auch. Ein Hund gibt's auch. Das wäre lustig. Kann ich die Bremer Stadtmusikanten hinbasteln. So, wenn ich jetzt das dann im Fermenter reinhau. Im Squeezer gibt's Fruit Juice. Wo habe ich noch richtig viele? Was gibt es denn aus einem Candleberry? Der stellt mir dann Biomasse. Gut. Aber ich habe schon nochmal was gesehen. Ich brauche noch Mulch. Gab es da nicht sogar eine Quest für? Ne, es gibt nur Peat. Kein Mulch. Okay. Schauen wir nochmal. Als Fertilizer habe ich doch. Oder an Fertilizer komme ich ran. Appetite und 2 Sand. Ja. Das Zeug habe ich. Also nicht mehr sehr viel Sand. Aber Appetite müsste ich haben. Das ist doch das Zeug, was ich so dermaßen viel habe, dass ich nicht weiß, was ich mit dem ganzen... Aha. F7. Also das Witzige ist... Machen wir F7. Ich sehe hier kein einziges Kreuz und das Zeug spawnt trotzdem. Also, das heißt jetzt, wir nehmen jetzt den Salat. Und den Salat hauen wir in den Squeezer. Genau, jetzt haben wir hier Fruit Juice. Und dann habe ich hier den Fermenter. Hä? Wo habe ich ihn jetzt hingeschmissen? Ich habe sie doch gebaut. Ach, die waren wieder drin.
Natürlich total toll, ne, wenn du das da drin magst. Und der dir dann nicht gibt, weil er sich denkt, nö. Brauchst nicht. Danke. Da darf ich ihn wenigstens verwenden. Mein Bug, dein Bug. No receipt. Das heißt, ich schmeiße jetzt hier mal einen Eimer rein. Da habe ich dann meinen Fruit Juice. Nehme ich dann die Candleberries. Und jetzt brauche ich noch einen Fermenter. Das heißt, ich brauche jetzt mal schnell einen. Ich hätte mal gesagt, 8 Sand müssten reichen. Ahaha. 9 habe ich. Heißt, ich brauche jetzt 4 Appetite. Wie habe ich denn schon? 21 Stacks. Ja, sei doch. Von dem Zeug habe ich genügend. So, du kommst dahin. So, jetzt haben wir Fertilizer. 32 Stück. Mal rein. Und wir haben Biomasse. Jawohl! Ja, genau. Der ist ja noch leer, ne? Ja. Das Lustige ist, der steht schon dort. Seed Oil, Water und Honey. Ja, ich merke schon, langsam kommt er nicht mehr hinterher mit dem Strom. Beziehungsweise den Strom glaube ich schon, aber ich müsste dann mal auf MV upgraden. Achso, es fehlt Fruit Juice. Glaube ich. Braucht dann nämlich. Ah, Biomasse ist fertig. So, und was man jetzt halt gerade sieht, ne, ich kriege hier keine Biomasse rein. Ja, und jetzt schauen wir uns nochmal Camouflage Dingsbums an. Also, das heißt, ich schaue mir jetzt das mal an, was ich mit dem Camouflage Paneling mache. Bringt mich hier nicht weiter. Es ist Side Product, steht da an. Ja, aber meiner Meinung nach müsste es halt hier ein Rezept geben und es gibt es nicht. Show Receipts. Schauen wir hier nochmal durch. Wäre zwar ganz komisch, wenn er mir das Rezept dann nicht anzeigt. Okay, da zieht er Wasser rausziehen, da zieht er auch Wasser raus. Ja, da sind die ganzen Crates drin. Kann ich hier eigentlich suchen? Bin mittlerweile.
GT-Verwöhnter. Da geht's nämlich. Jo, okay. Also, das heißt, sowieso wieder am Ende von der Folge. Das heißt, ich werde mir jetzt da mal was angucken. Ich schaue mal jetzt als erstes mal an. Ich denke mir jetzt als erstes Forestry ab, wenn es noch nicht noch nicht die aktuellste Version ist. Dass wir mal da schauen, ob da ein Rezept mit drin ist. Wenn nein, schaue ich, ob ich Rezepte hinzufügen kann. Und dann wird das Rezept genommen, das ich da sehe. Geht gar nicht anders. Genau. Also, wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder mir helfen könnt, wie diese Pumpe funktioniert, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.